Wird Janni Kusmak ihre drei Kinder parallel stillen? Die Zweifachmama erwartet momentan wieder Nachwuchs. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Per Kusmak erfreut sie sich bereits an ihrem dreijährigen Sohnemann Emil Ocean und dem fast zwei Jahre alten Töchterchen Yoko. Ihre Follower im Netz lässt die Influencerin stets an ihrem Mama-Dasein teilhaben. So macht sie beispielsweise kein Geheimnis daraus, ihren beiden Kids nach wie vor die Brust zu geben. Obwohl die Profisurferin deswegen viel Kritik von ihren Followern erntet, geht sie immer wieder auf das Thema ein. Auf Instagram deutet sie nun an, dass sich auch nach der Geburt ihres dritten Babys nicht viel daran ändern wird. Für uns war das Stillen immer sehr wichtig. Wir sind oft umgezogen, hatten berufliche Veränderungen, sind die ganze Welt bereist. So war meine Brust immer der sichere Hafen und der ultimative Rückzugsort. Die abenteuerlustige Adam-sucht-Eva-Bekanntheit will anscheinend stets auf die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen. Auch wenn es bedeuten sollte, dann alle drei zu stillen. So kriegt Emil Ocean ab und zu die Brust, wenn er wieder mehr Nähe zu Janni braucht. Und Yoko momentan öfter, weil ihre Backenzähne durchkommen. Und das, obwohl es für die Schwangere nicht einfach ist. Ich habe schon die letzte Schwangerschaft komplett durchgestillt. So wie damals ist auch jetzt die Milch wieder weg, bevor sie danach der Geburt wieder eingesetzt hat. Und das ist oft verdammt schmerzhaft. Janni vergisst diese schwierigen Phasen aber schnell wieder, sobald sie in die Augen der Kleinen schaut. Sie scheint stets auf ihr Gefühl zu vertrauen. Bei der Biene wird irgendwann ein Kapitel in unserer Stillgeschichte aufgeschlagen, das auch wieder komplett neu, individuell und voller Liebe sein wird. Bezieht sie sich auf ihr Wunder im Bauch. Mittlerweile stillt das TV-Sternchen schon seit fast 4 Jahren ununterbrochen. Neben den vielen kritischen Kommentaren kriegt sie aber auch Zuspruch von anderen Mamas. Sehr gut, dass du ein Vorbild zum Langzeitstillen bist. Du bekräftigst Mütter, die vielleicht sonst Gegenwind erfahren. Oder auch, ich habe Tränen in den Augen, so wundervoll, lautet es unter dem Posting. Leidet bei so viel Hingabe zu den Nachkommen eigentlich das Liebesleben mit ihrem Mann Per? Der Schauspieler gibt nun ehrliche Einblicke in den derzeit stressigen Alltag des Paares auf Social Media. Stundenlange Gespräche, lange Spaziergänge und Candlelight-Dinner gibt es natürlich aktuell nicht. Aber das sei auch nicht so schlimm. Denn die sehr intensiven Blicke, die die Turteltauben austauschen, reichen zurzeit völlig aus. Außerdem ist sich der 45-Jährige sicher, dass sie bald wieder mehr Momente für sich haben werden. Doch erst einmal sind die zwei offenbar ganz gespannt auf die Zeit als dreifache Eltern. Und natürlich darauf, wie es mit ihrem Ungeborenen laufen wird. Aber egal wie, eines ist auf jeden Fall klar. Janni und Per wollen immer nur das Beste für ihre Kinder.